Also bei mir hat das Filmen eigentlich damit angefangen, dass ich alter Skateboardfahrer bin und habe halt dann immer die Kamera dabei gehabt und Skateboard-Tricks gefilmt. Und dann ging es so weiter, dass ich in diese Dinge einfach wegen so Story eingebaut habe, irgendwie in das Skaten. Und dann ja, war irgendwann mal Skaten weg und nur noch das Filmen da. So. Genau, und ich war ursprünglich beim Radio und wir sollten einen Radiobeitrag machen übers Filmen machen. Und weil er dann in der gleichen Straße gewohnt hat wie ich zufälligerweise. Das muss irgendwie zusammenkommen. Ja, das habe ich ihn dann einmal angerufen und dann irgendwie bin ich dann hängen geblieben beim Film. Also es hat sich vor allem so im Punkto Technik hat sich natürlich viel verändert, wenn auch nicht unbedingt, dass wir das irgendwie erzwungen hätten. Das ging bei uns ganz langsam. Also sprich, es war sowieso alles irgendwie learning by doing. Als wir angefangen haben, haben wir eigentlich nichts gekonnt. Und das hat sich halt dann doch schön langsam mal weiterentwickelt. Auch so in puncto Drehbücher und so ist natürlich auch alles ein bisschen besser geworden dann mit der Zeit. Also es ist, wenn man uns die allerersten Filme anschaut, das war ja wirklich, da hat man drauf losgedreht, ohne jegliches Konzept und ohne alles. Die waren also auf Deutsch gesagt beschissen gewesen. Und da schaut es heutzutage dann noch ein bisschen anders aus. 99 Firefilms ist ja so, du hast 99 Stunden Zeit, einen 99 Sekunden zu drehen. Und der Anfang ist immer so, du kriegst das Thema und dann hocken wir alle da und überlegen. Und da ist mir eigentlich... 98 Stunden lang. Nee, die Idee kam dann eigentlich darüber, dass ich kurz zuvor den Gewinner von einem anderen Filmfestival gesehen habe. Und der hat so geendet, dass zwei Mädchen, die in einem Ghetto gewohnt haben, da raus wollten, es aber nicht geschafft haben und dann zum Schluss auf einem Hochhaus gestanden sind und von diesem Hochhaus springen wollten. Ja, und dann halt. Wir machen es einfach mal das Thema übrigens. Deshalb kam es dann zum Suicide Coach. Naja, wir machen eigentlich alle Arten von Filmen und jetzt ist es halt mit Max Mustermann ein Drama geworden. Aber wir hatten auch schon Comedy und Horror und eigentlich alles bis auf Erotik. Bis auf Erotik? Das haben wir aber auch nicht vor. Nee, es ist einfach eine Kostenfrage. Ja. Also das ist Max Mustermann, das ist ein No-Budget-Film irgendwo und der natürlich trotzdem Heidengeld und Haufen Zeit verschlingt irgendwo. Und in so einer Qualität jetzt, die wir haben wollen, für einen langen Film zu drehen, das würde einfach das Budget bei uns auch sprengen. Das war relativ simpel gewesen. Ich habe in so einem Halloween-Shop dieses Kostüm gesehen. Das war da auch als Moormonster-Kostüm beschrieben. Und da habe ich gedacht, da machen wir jetzt einen Film draus. Nee, also in dem Fall war es halt so, dass der Günther das Drehbuch zum Moormonster geschrieben hat, weil er irgendwie, also ich finde Drehbuch schreiben ist relativ einfach, aber lustige Drehbücher schreiben ist so ziemlich das Schwierigste, was es gibt. Und er kann das irgendwie als einziger von uns wirklich so. Also ich. Also zumindest dieses genaue Drehbuch, was du geschrieben hast. Mhm. Genau. Und sonst also ist immer wieder was Neues im Plan. Genau. So ein surrealer Psycho-Thriller kommt auch noch in Kürze dann. Also es ist schon wieder einiges im Plan. Es kam eigentlich nicht zur Idee zu dem Film, weil der Vorläufer war ein Roman. Das heißt, die Idee ist schon einige Jahre her. Und es musste nur noch ein Drehbuch zu diesem Roman geschrieben werden. Und die Umsetzung ist natürlich schon eine ganz andere als im Roman, aber wie gesagt, die Grundidee basiert ja auf dem Roman Der Verein der Metzger und der Tod, der 2007 erschienen ist. Und das ist halt abgefilmt worden, eben auch gesagt. Ich versuche immer verschiedenste Sachen zu machen und auch mich nie zu sehr in irgendwas reinziehen zu lassen. Zum Beispiel diese Frage, welches Genre das ist, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich mache Sachen, die ich selber machen will. Mir ist es eigentlich egal, was ich mache. Es sollte halt eine gewisse Qualität haben, also dieser Eigenanspruch, den ich an mich selbst stelle. Das Feedback war so, dass man sagen kann, wenn man nicht Leute hat, die sowieso an einen glauben, dann bekommt man überhaupt kein Geld zusammen. Weil wer will das schon, dann sagt ein Roman, der auch nicht für die Masse geschrieben ist, dann zu unterstützen, dann ein Filmprojekt draus zu machen. Zum ersten Mal auf der Leinwand zu sehen, das Gefühl war eigentlich kein anderes, als das, das man vorher schon in den Probeläufen hat. Ich war beim Schnitt immer dabei und habe den sehr oft schon gesehen. Du schaust, jetzt klingt jetzt ein bisschen Base, aber du schaust dann trotzdem erstmal irgendwelche bösen Streifen an und wie schaut das Blut aus? Ja? Wie rinnt es und so zu und danach orientierst dich so ein bisschen, hey, ist jetzt bei unserem Film war am Anfang der Kehlenschnitt, da haben wir einfach einen Fachmann da gehabt, der sagt dann, ey, so und so schaut es aus
und die kennen sich dann schon eigentlich sogar noch besser aus als wir dann. So, mit und Kunstblut. Mit unserem Blut kann man sogar sehr gut kochen. Ja, stimmt. Und schmeckt lecker. Ja. Es war lange Familienrezept. Es ja, war jetzt bei uns nie so primär wichtig gewesen. Entsprechend hat es jetzt meistens auch nicht so tolle ausgeschaut, weil es halt einfach bei den meisten Filmen, die ich gedreht habe, war es halt nicht so wichtig, weil es halt eben teilweise keine Horrorfilme waren, Splatterfilme erst recht nicht. Da haben wir jetzt nicht so den großen Wert drauf gelegt. Aber mittlerweile nehmen wir aus ganz normale Kunstblut wie die meisten eigentlich. Es ist so, dass wir sehr naiv an die Sache rangegangen sind. Wir haben gesagt, der Roman ist da. Und am Schluss kommen schwierige Szenen, wie macht man das? Und das Kunstblut haben wir halt ja, auch nach Hausmacher ausgemacht mit Weichsel, mit Sauerkirschsaft. Zum Teil an das Kunstblut, das auch zu kaufen gibt. Also waren wir sehr erfinderisch, die ganzen Leute im Umfeld. Und irgendwie hat es dann doch gut ausgesehen am Schluss. Also, dass man es auf jeden Fall in diesem Splatter-Genre schon als akzeptabel bezeichnen kann. Also hier in Erlangen ein kleiner Hollywood. Die machen auch so ein bisschen komische Kurzfilme, ähnlich wie wir. Ich sagte, Mike, wieso kommst du nicht zu mir? Ich mische das Zeug zusammen in 5 Minuten, da brauchst du auch keine 10 Euro dafür ausgeben. Da hat er recht.